Hätte die Titelseite der Bild-Zeitung nach dem Germanwings-Absturz vielleicht besser so ausgesehen, ohne volle Namensnennung des Co-Piloten, ohne dass man auf all den großen Fotos sein Gesicht erkennen kann. Noch bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren, titelte Bild, der Amok-Pilot sprach vom Massenmörder und breitete genüsslich jedes Detail aus seinem Privatleben aus. Das geht gar nicht, befand Petra Oberst, Kiosk- und Postagenturbesitzerin in Rutesheim bei Böblingen und zog wegen der reißerischen Berichterstattung selbst die Reißleine. Bei ihr gibt's ab sofort keine Bild-Zeitung mehr im Zeitungsständer, ein Verkaufsboykott, für den sie vor allem im Internet viel Applaus bekommt. Aber es gibt auch Kritik, denn nicht jeder Kunde will sich vorschreiben lassen, welche Zeitung er denn nun kaufen soll und welche nicht. Gabi Mönch und Alexander Stein. Für ihn ist die Bild seine Lieblingszeitung, sagt er. Josef de Corsi ist Leser seit Jahrzehnten. Täglich kaufte er sich hier. Plötzlich war Schluss. Das war der 1. April oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Kam ich hier rein und wollte die Bild-Zeitung holen. Und dann sagt die Frau Oberst, es gibt keine. Da dachte ich, ja gut, ist ausverkauft. Bin am nächsten Tag wiedergekommen. Die Frau Oberst sagt, es gibt keine Bild-Zeitung mehr. Da dachte ich erst, das wäre ein Aprilscherz. Kein Aprilscherz, sondern voller Absicht. Petra Oberst hat Bild aus dem Regal verbannt, aus Ärger über die Berichterstattung nach dem Germanwings-Absturz. Es ist jetzt einfach hier jemand verurteilt worden, der in meinen Augen noch nicht verurteilt sein kann. Es war noch nichts bewiesen, es ist es, denke ich, immer noch nicht. Und man hat direkt Massenmörder geschrieben, man hat direkt vollen Namen genannt, komplettes Bild gezeigt. Das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und deswegen kündigt sie auf Facebook an. Liebe Kundschaft, uns reicht es jetzt ebenfalls. Wir nehmen an der Hetzjagd um einen psychisch kranken Menschen nicht länger teil und werden die Bild-Zeitung heute ebenfalls nicht verkaufen. Und das ist, was sie so aufregt. Journalisten aus aller Welt belagern das Elternhaus des Co-Piloten Tag und Nacht. Petra Oberst glaubt, dadurch seien Grenzen überschritten worden. Als sie jung war, hat sich die Mutter von Petra Oberst umgebracht. Auch diese Erfahrung hat sie im Umgang mit Hinterbliebenen sensibilisiert. Die Angehörigen der Opfer haben ein Recht auf stille Trauer, und aber auch die Angehörigen von dem mutmaßlichen Amok-Piloten haben ein Recht auf stille Trauer. Die können sich ja in meinen Augen jetzt nirgends mehr blicken lassen. Das ist Ihre Meinung, und also ich fand das ja gut, dass das Ding so ausführlich berichtet wurde in der Bild-Zeitung, und in den Bildern und alles, was man da gesehen hat. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, dann sage ich, wieso muss der Co-Pilot da 149 Menschen mit in den Tod mitnehmen, Familie und Kinder. Auch die Bildchefs verteidigen in einer Stellungnahme die Namensnennung des Co-Piloten. Zitat: Er ist ein Amokläufer, der mehr Menschen auf dem Gewissen hat als jeder Einzeltäter der deutschen Nachkriegsgeschichte. Geschichte wird von Menschen gemacht, Menschen haben Namen, Namen sind Geschichte. Namen nennen und Foto zeigen, das gehe gar nicht, meint der Deutsche Journalistenverband. Das entspricht eigentlich nicht dem Pressekodex. Die Opfer sind schutzbedürftig natürlich, aber ebenso ein möglicher Täter, solange nicht ganz klar feststellt, dass er wirklich der Täter ist. Und zu einem frühen Zeitpunkt, wo schon Name und das Bild, das volle Bild ohne Schwärzung gezeigt wurde, war das einfach nicht rechtens. Dagmar Lange sagt auch, die Bild zu boykottieren sei keine Zensur, sondern eine freie Entscheidung der Händler. Die Händler dieses Kiosks in Leonberg haben entschieden, sie bieten die hier meistverkaufte Zeitung weiter an. Wir sind der Meinung, dass jeder Kunde eigentlich selber entscheiden soll, kauft er die Bild, kauft er nicht die Bild. Ist es mir zu krass, was da gebracht wird, oder stört es mich nicht, wie auch immer. Zurück in Rutesheim. Für Petra Oberst geht es nicht nur um das Gewissen des Käufers, sondern auch um das des Verkäufers. Ich möchte halt nichts verkaufen, wo ich nicht dahinter stehen kann. Jeder darf lesen, was er möchte. Ich möchte auch keine Zensur betreiben. Es darf sich jeder die Bildzeitung gern 150 Meter weiterkaufen. Ist gar kein Problem. Nur ich möchte eben als Einzelhändler das verkaufen, wo ich auch dahinter stehe. Hinter der Bild kann sie nicht stehen, aber offenbar hinter dem Spiegel. Auch der zeigt Fotos und spricht auch von Massenmord. Josef de Corsi kauft seine Lieblingszeitung jetzt woanders. In einem anderen Kiosk, ein paar Meter weiter.